Karte gekriegt haben, weil der Deutsche ein Gutmütiger ist, dann hat Frau Angela Merkel heute ihre rote Karte bekommen, liebe Freunde. Hier in Sachsen-Anhalt auf der Wahlparty der AfD war es ganz interessant zu sehen, was die Anhänger der AfD hier bejubelt haben. Die haben nämlich nicht nur ihr eigenes starkes Ergebnis gefeiert, sondern auch das schlechte Abschneiden der etablierten Parteien oder Altparteien, wie sie das hier nennen, gefeiert. Und das sagt eigentlich eine Menge über die Motivation der AfD-Wähler hier in Sachsen-Anhalt. Da ging es ganz klar darum, ein Zeichen zu setzen gegen die Politik der Bundesregierung, gegen die Flüchtlingspolitik vor allem und auch den etablierten Parteien ein Schnippchen zu schlagen. Und das haben die AfD-Wähler hier zumindest auf Landesebene geschafft, denn die schwarz-rote Koalition, die hier bisher regiert hat, wird in dieser Form nicht weitermachen können. Frau Merkel hat Rechtsbruch begangen und Frau Merkel darf, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Wir haben ja viele Auffassungen heutzutage, die die CDU vor 20 Jahren hatte. Oder? Also der Heimatbegriff ist schon ganz wichtig und auch Recht und Ordnung. Und das ist ja in den letzten Jahren sehr verwässert worden letztendlich. Ne? Die Diffamierungskampagne, die gegen die AfD in den letzten Monaten stattgefunden hat, die hat uns nicht gehindert. Aber dennoch haben wir bereits jetzt ein Potenzial von 30%. Stellen Sie sich einmal vor, wo dieses Potenzial liegt, wenn wir eine halbwegs differenzierte und sachliche Berichterstattung gehabt hätten. Sie haben es heute auch wieder gesagt. Warum sind bei der AfD so oft die Medien an allem schuld? Schauen Sie, das ist schon wieder so eine Verallgemeinerung. Sie können sich ja selbst fragen, warum Sie mir Fragen stellen, die schon Unterstellungen enthalten, anstatt einfach die Frage offen zu stellen. Sie haben doch vorhin gesagt, die Medien hätten Ihnen Steine in den Weg gelegt. Ja, natürlich. Wir haben erlebt, dass die AfD als eine antidemokratische Partei und viele andere Etiketten, möchte ich gar nicht wiederholen, bezeichnet wurde, anstatt sich einfach mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Sie haben von einem schweren Wahlkampf gesprochen. Hat Ihr Mausrutscher den Wahlkampf weiter erschwert oder war das eigentlich eher was Positives für die AfD? Ja, vielen Dank der Nachfrage. Ich habe nie behauptet, dass ich auf einer Maus ausgerutscht bin. Insofern nutze ich jede Gelegenheit gerne, um das richtig zu stellen. Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber ich glaube, wir haben die Probleme angesprochen, die wichtig waren. Und diese Stimmung scheint im Land verbreitet zu sein. Ich denke, das ist heute klar geworden. Erstaunlich ist natürlich der Erfolg im Westen. Die AfD hat das ja hier auch, das Führungspersonal, auch so gesagt. Sie sind im Westen angekommen, in der Tat in Rheinland-Pfalz wohl bei 10% und in Baden-Württemberg, einem traditionell ja eher konservativ-liberalen Land, mit über 12%. Das sind schon Erfolge, die sich die AfD dort zugute schreiben lassen kann. Und das wird ihr natürlich Auftrieb geben für ihr großes Ziel, die Bundestagswahl 2017, wo sie ja bei der letzten Bundestagswahl relativ knapp am Einzug gescheitert ist.